So, liebe Leute, 5.25 Uhr, sind schon 10 Minuten zu spät, entgegen dem Plan, aber ist nicht so schlimm, wir haben uns genug Puffer eingeplant. Erster Schritt auf dem Weg zum Gotland Grand National, die Fähre in Rostock. Jetzt fahren wir mal los hier. 12.30 Uhr, rechtzeitig angekommen, 6,5 Stunden Fahrt, halbe Stunde beim Restaurant zur Goldenen Möwe schnell mal gebruncht. Wir haben uns schon mal für die erste Startreihe qualifiziert. Mal gucken, ob wir den Holeshot auf die Fähre holen. Jetzt geht's von Rostock nach Trelleborg. Dann geht's von Trelleborg mit dem Auto weiter durch Schweden. Draußen scheint ein Wind zu gehen und wir haben uns überlegt, wir schauen uns das einfach mal an, oder? Gute 6 Stunden später sind wir in Trelleborg in Schweden angekommen und wir fahren jetzt gerade von der Fähre, fahren jetzt ein Stück und gehen lecker Sushi essen in Malmö und dann werden wir in Helsingborg übernachten und morgen geht es dann einfach weiter Richtung Nynäshamn, was bei Stockholm liegt, von wo aus die Fähre nach Gotland fährt. Angekommen in Nynäshamn, 6 weitere Stunden Fahrt aus Helsingborg, aber wie ihr seht, nicht der Hafen. Die Fähre geht erst um 8:45 heute Abend und in Nynäshamn wohnt mein guter alter Freestyle-Motocross-Kumpel Fredrik Johansson und den besuchen wir jetzt. Look who's there! You found a way! In the deep woods of yes. Stockholm, Sweden, Nynäshamn. Hey Fred, good to see you! You too! Ich habe was Interessantes rausgefunden. Mein alter Kumpel Fred Johansson vom Freestyle Motocross fährt auch mit beim Gotland Grand National. 9 Mal ist er schon mitgefahren. Fred, what are the best tips you can give me for the Gotland Grand National? You gotta go for the comfort on the suspension. You gotta use the water. You have to drink during the race, I guess. But then you have to have energy for the party after. I think that's no problem for you, Busty. Yeah. Und ich habe den Skilled Pulli, das ist seine eigene Klamottenmarke. Könnt ihr selber auch mal auschecken auf Instagram, Skilled Fanatics. Und da gibt es einen Online-Shop, da gibt es Hoodies und noch vieles mehr. Das mal ein bisschen Schleichwerbung an der Seite. And Fred, one more question. Yeah. As a freestyle motocross rider, how tough is it to ride the Gotland Grand National? Can I handle it or is it a tough one? Yeah, I mean, if you go with good flow and if you just use your incredible talent, it's gonna be so easy for you to go those 3 hours. I mean, and the mud holes, you know, with the creative thinking of a freestyler, you're gonna find the right lines. And I'm so... I don't know if you're gonna beat me, but we have to see. Okay, das warte ich ab. Das ist mein Ziel. Das Endergebnis ist egal, aber ich muss vor Fred sein. Oh, the game is on. Da ist jetzt die Fähre nach Gotland und ich bin froh, viele andere Motocross- und Enduro-Fahrer hier zu sehen. Ich dachte schon, ich wäre der Einzige, der einen Tag früher anreisen muss. Ich bin jetzt auf der Fähre nach Gotland. Diese wird um Mitternacht ankommen. Von da aus geht's ins Haus, was 24MX gemietet hat für mich und viele andere Gäste von ihnen. Das ganze Boot ist voll mit Renntransportern und Fahrern. Also nicht nur mir ging es so, dass ich bereits am Mittwochabend anreisen muss, obwohl die Rennen am Freitag und Samstag sind, sondern auch vielen anderen so. Wenn ich euch einen Tipp geben kann, wenn ihr beim Gotland Grand National mitfahren wollt, bucht die Fähre rechtzeitig. Ich habe im August gebucht, das war zu spät, also besser im Juli, Juni oder vielleicht einfach schon im März. Überlegt es euch früh genug.
Und da sind wir auf Gotland. Jetzt haben wir Viertel nach zwölf, also Viertel nach Mitternacht. Und jetzt heißt es nur noch schnell zum Apartment und schlafen gehen. Das ist unsere 24MX Mansion und die italienischen Freunde waren schon hier. Lorenzo und Giacomo Cecchi fahren auf 125ern hier mit und es kommen noch Franzosen, die sind noch nicht da, die kommen heute erst an und ja, die Jungs schrauben noch an ihren Bikes ein bisschen, das habe ich auch noch vor. Ich muss noch ein paar Dinge vorbereiten, zu Hause nicht ganz fertig geworden, das Rennen kam so überraschend. Deswegen fahren wir gleich mal rüber und schauen mal ins Paddock. Da bin ich im Fahrerlager des Gotland Grand National und ich habe noch ein paar Sachen an meinem Bike zu erledigen. Ölwechsel und ein paar andere Kleinigkeiten. Hinter uns ist unser großer Truck, der uns das Wochenende über versorgen wird. Aber jetzt muss ich erstmal alles aus meinem kleinen Auto rausholen und aufbauen. Fertig mit der Motorradvorbereitung, alles gemacht, Motorex, Getriebeöl eingefüllt. Vorne und hinten habe ich euch ja neu schon gezeigt, sind die Pirelli Scorpion XC mit Softreifen drauf, also gute Cross-Country-Reifen. Von 24MX habe ich ein paar Teile angebaut, wie diese Custom-Sticker sind noch gekommen, weiße Startnummer auf rotem Hintergrund, haben gut gepasst. Schon vorgeschnitten für die KTM-Teile. 20 Raptor Fußrasten, die bieten, sind sehr breit und bieten mit ihren Dornen guten Grip. Was wichtig wird, wenn es schlammig und rutschig ist, sodass ich mit den Stiefeln sicher draufstehe. Von X-Grip kommt dieser TPI-Protektor, also für das TPI-Einspritzsystem. Da ist original ein dünner Kunststoffdeckel drüber, der leicht abbricht. Und da sind wichtige Sensoren und Kabel hinter. Das ist aus Aluminium und sollte das Ganze besser schützen. Dann fahre ich einen Funnelweb-Luftfilter mit seiner Pyramidenform. Hat er eine viel größere Oberfläche und kann dadurch viel länger gefahren werden, weil er viel mehr Schmutz aufsaugen kann. Es sollte hier nicht zu staubig sein, eher nass, aber auch da sollte eine gute Hilfe sein. Ich habe von 20 Flexhebel für die Kupplung und die Vorderbremse installiert. Die klappen weg, wenn ich stürze. Dadurch brechen sie nicht ganz so schnell ab. Vor der Lampenmaske sitzt eine 24MX Bergeschlaufe. Wenn ich in einem Schlammloch stecken bleiben sollte, können die Zuschauer und Streckenposten dadurch besser anpacken und mich rausziehen. Unter dem hinteren und vorderen Kotflügel habe ich Mudfoam von 20 angebracht. Das heißt, es ist ein klebender Schaumstoff, relativ dünn, auch mit so einer Pyramidenoberfläche. Den klebt man einfach drunter und dadurch kann der Schlamm nicht so leicht haften bleiben, wie das an den Kunststoffteilen der Fall wäre. Jetzt habt ihr gesehen, wie ich mich vorbereitet habe aufs Gotland Grand National. In der nächsten Folge seht ihr dann mehr übers Rennen. Am Freitag starten die Senioren, Damen und die Amateurklassen. Das gibt mir die Gelegenheit, da nochmal zuzuschauen. Am Samstag bin ich dann dran in der Eliteklasse. Vormittags fährt nochmal das Hauptfeld und am Nachmittag dann die Elite. Das heißt, die Topstars sind dann dabei der Westserie. Und ich darf auch mitfahren und ich bin schon gespannt, wie es wird. Verpasst die nächste Folge nicht.